Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge LS22 hier auf der Galgenberg in der V2 und mit dem 6920 ist unterwegs, denn es geht ans Grasmähen und daher, dass wir ja ein bisschen dazu gewinnen wollen an Fläche, werden wir einfach mal ein bisschen weiter vorne anfangen, und zwar hier ungefähr so auf Höhe. Und das, was wir mitnehmen können, nehmen wir mit. Und ja. So. Gut. Dann hier einfach geradeaus, würde ich sagen. So. Das ist halt immer da die Problemstelle. So. Hier weiter. Hier die Kurve mitnehmen. So, hier rum. Hier rum. Oh Gott, der lenkt halt auch. Drinnen sieht das irgendwie alles so dunkel aus, komischerweise. So, dann nehmen wir das hier noch mit, weil umso mehr ich hier von dem Feld mitnehme, umso mehr Ertrag bekomme ich vielleicht. So, muss mal nur gucken, ob man vielleicht die Büsche hier wegkriegt. Dann wäre das vielleicht noch sogar noch besser. Nee. So. Und wieder. So. Sehr schön. Sogar gleich mit VCA. Brauche ich aber hier noch nicht. Ich habe ja hier noch so einen Fleck. So. Hier werden wir dann auch nochmal lang. So. Das nehmen wir mit. Und dann hier wieder. Ja, wobei den Schlenker, den können wir lassen. Den kann ich dann gleich noch mitnehmen. So, dann hier rein. Sehr schön. Ich muss aber sehr viel ausgleichen. So. Und letzte Bahn. Und dann noch das da. Die anderen sind ja noch nicht erntereif, somit können wir das hier erstmal mitnehmen. Und das Gras lassen wir gleich so, wie es ist, und fahren es zu den Kühen rein. So. So. Hoch. Abschalten und zusammenklappen. So. Machen wir den weg und dann holen wir uns den Schwader. Uiuiui. Ja, stellen wir das jetzt weg, dann holen wir uns den Schwader und dann können wir das auch schon zusammenfahren und bei den Kühen reinhauen. Ups. So. War zu weit. So. Und rein damit. So, gut. Und einmal drehen. Passt perfekt. Ankuppeln. Und weiter geht's. So. Dann können wir mal wieder ein bisschen schwaden. Müssen wir auch mal ein bisschen effektiv werden. Das müssen wir auch mal sehen. Absolut ineffektiv geworden in der letzten Zeit. Komm mal. Das geht schon mal. Dann können wir ja jetzt hier sagen, wir machen so. So, gut. Das passt. Kann ich
Kann ich das so nehmen, wie es ist? So. So. Gut. Das nehme ich jetzt noch nicht mit. Dann fahren wir jetzt hier erstmal einmal außen rum. So, dann müssen wir hier mal gucken, wie wir das machen. So. Gut. Weil außenrum einmal wichtig und dann kann man ja hoch und runter fahren. So. Das passt tatsächlich auch ganz gut. Aber brauche ich aktuell nicht. Ja, dann brauchen wir auch noch Stroh für die Obstgärten. Da habe ich auch schon mal überlegt, ob wir nicht vielleicht sagen, wir machen Garten eine Sorte. Ansonsten kommt der mit dem Produzieren nicht voran. Das ist ja das Ding. Und aktuell haben wir ja... Aktuell haben wir ja in jedem alles an. Also, das ist halt das Problem. Warum auch immer die jetzt alle schon wieder Mineraldünger haben. Verstehe es nicht. Ach so, das ist ja deswegen, weil die ja den Mineraldünger erst raushauen sollen, deswegen habe ich das alles genommen. Naja, gut. Könnte man ja aber auch sagen, man macht jetzt erstmal das mit Stroh weg und dann... Aber ich habe eh aktuell kein Stroh. So, hier fehlt auch das Stroh ganz, deswegen. So, dann machen wir jetzt hier Tomaten. Hier Salat. Und hier gleich auf direkt verkaufen. Ich will das nicht noch einsammeln. Es ist halt so ein kleiner Nebenverdienst, aber es ist halt immerhin etwas. Auch wenn es nicht viel ist. Aber. So, das hier noch ändern. So, das da. Gut. Der Käse läuft auch. Sehr schön. Und dann können wir ja hier sagen, Stroh deaktivieren. Erstmal. Vorübergehend. So. Gut. Und dann sagen wir, achso, weil ich kein Gartensubstrat mehr habe. Ja, toll. So. Hier wird auch Gartensubstrat ein bisschen eng. Weil das kann ich ja dazu kaufen. Das kostet ja fast nichts. 0 Euro. Ist ja herausragend. So. Das noch kaufen. Gut. Dann schauen wir mal. Da können wir jetzt aktuell nichts aktivieren. Das heißt, wir machen hier Tomaten. Erdbeeren weg. Dabei ist, wir machen hier Salat. Hier machen wir Erdbeeren. Da machen wir alles. Gut, dann sollte das ja erstmal passen. Ich. Dass das dann erstmal reicht. So. Können wir jetzt ja auch gleich reinsetzen. So. Dann einmal umdrehen. So. Dann kann er sich erstmal sortieren und dann. Hier in die vorletzte Bahn rein. So. Kurz vor dem Ende. Ah ne,
ist doch nicht die vorletzte gewesen, weil das Stückchen haben wir noch. Gut, aber ich finde das schon ganz, ganz satisfying mit dem OCA. Bis auf, dass da so ab und zu mal ein paar Kanten drin sind, aber es ist halt, weil es dann weg ist, die Schwart. So, hoch. Jetzt nach vorne hin. So. So. Sehr schön. Dann ist das durch. Dann holen wir jetzt noch den Ladewagen und dann so wegen dem Drescher müssen wir mal gucken, ist der, ob der schon fertig ist oder noch nicht, müssen wir mal gucken, aber es scheint mir so, als wäre der fertig. Müssen wir nämlich noch die Ecken abfahren, weil die hat dann natürlich wieder nicht gemacht oder nicht so sauber, sagen wir mal so. Ist das ein Krampf? So. Er ist voll. Also was heißt voll? Eigentlich ganz, aber ein bisschen. So. Da ist noch was. Und auf jeden Fall hinten an der Ecke ist noch was. Wo ich anfangs durchgefahren bin. So. Aber auch geil, dass der John Deere einfach 42 km/h fahren kann. Das ist richtig, richtig geil. Genau, die zwei Stücken da müssen noch weg und dann war's das. Dann können wir das wegfahren. So ein Bioladle. So. Schön. Und ja gut, haben wir noch mal gut 100, 200 Liter gemacht. So, ausklappen. So. Dann kann das nämlich zum Bioledle und dann haben wir da gar keine Probleme mehr. Dann ist das durch. Dann kriegen wir unsere 3000. Dann ist gut. So, wobei, den müssen wir ja eh wegfahren, den Drescher. Ich das ja gleich im Anschluss machen. So. Fertig, das heißt, ab zum Schneidwerkswagen darüber. Und dann können wir den gleich wegpacken. So, wo muss der drauf? So rum geht, oder? Ja. So, abkuppeln. Und hier ran. So. Schön. Umdrehen. Dann stellen wir den wieder so rein, wie er ist. Na, ah, oh, voll das. So. Ach gut, dann bleibt der jetzt so. Wo ist er? Ach, jetzt war ich gerade bei dem. Jetzt springe ich so rein. So, gut. Ab zum Bioledle. Also an den Hof. Das da. Mach das zu. Hinten auf. So. Gut.
Dann gehen wir das jetzt noch ab, beziehungsweise in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo, da würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein. Tschüss und ciao.